Buonasera, meine Schalker-Freunde, YouTube-Freunde und Sportskameraden des Fußballs. Willkommen zum neuen Vorbericht. Schalke 04 empfängt Greuther Fürth am Samstag um 13 Uhr in unserer Super Arena. Ja, beste Uhrzeit, Samstag 13 Uhr, wie ich das liebe. Aber okay, kommen wir erstmal zu Greuther Fürth. Bei Greuther Fürth ist diese Woche was passiert. Ich bin sauer auf Greuther Fürth, ehrlich. Konnten die nicht warten? Jetzt mal an die Verantwortlichen von Greuther Fürth. Was stimmt mit euch nicht? Konntet ihr erstmal nicht warten nach unserem Spiel? Dann hättet ihr ruhig den Trainer und den Sportdirektor rausschmeißen können. Aber hättet ihr doch mal noch gewartet nach unserem Spiel und nicht jetzt ausgerechnet, jetzt wo ihr nach Schalke kommt. Ehrlich, das regt mich auf. Das kann nicht sein, dass die einen Trainer und Sportdirektor direkt entlassen vor unserem Spiel. Ja, Alexander Zornig und Rashid Azouzi, Zornig der Trainer und Azouzi der Sportdirektor, wurden entlassen nach der herben Derby-Niederlage gegen 1. FC Nürnberg. Gegen unsere Nürnberger Freunde zu Hause haben sie eine 4-0-Klatsche gekriegt, die Greuther Fürther. Und ich denke mal, weil die auch seit 5 Spielen auf 3 Punkte warten und in der Tabelle runterkommen. Wir sehen einmal die Tabelle hier. Die Tabelle, wir sehen, Greuther Fürth auf dem 12. Platz, 13 zu 14 Tore, 10 Punkte. Wir sind auf dem 14. Platz, 16 zu 20 und 8 Punkte, sind nur 2 Punkte Unterschied. Und ihr seht, Ulm 7 Punkte, Braunschweig 7 Punkte, Münster 6 und Regensburg 4. Und bei Greuther Fürth ist, glaube ich, die Angst so groß, bei einer Niederlage auf Schalke oder mehreren Niederlagen haben die Angst, in den Abstiegsstrudel reinzukommen. Und ich denke mal, deswegen haben sie so gehandelt, dass sie den Trainer und sogar den Sportdirektor entlassen haben. Ihr seht hier die Tabelle. Und deswegen sage ich ja, konnten die nicht erstmal warten, bis unser Spiel gespielt wird? Dann hätten sie doch reagiert. Aber nicht vorm Spiel. Ey, das ist, ich habe da so viel Angst vor. Angst, aber egal, ich gehe positiv rein. Ja, deren Auswärtsbilanz von Greuther Fürth ist auf jeden Fall besser als unsere Heimbilanz und unsere Auswärtsbilanz. Ein Sieg auswärts, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Und wie gesagt, die warten seit 5 Spielen auf einen Sieg. Vielleicht ist das ja gut für uns. Ja, und deren neuer Trainer ist der U23-Trainer Leo Haas. Er wird die bis zur Winterpause trainieren. Bis zur Winterpause. Da klappt das. Ein U23-Trainer trainiert diese Mannschaft bis zur Winterpause. Hätte ich gerne auch von unserem Verein gewünscht, dass wir mit dem Fimpel bis zur Winterpause gemacht hätten. Aber bei uns geht das nicht. Bei anderen Vereinen klappt das. Aber okay. Lassen wir mal Greuther Fürth mal weg. Ciao, auf Wiedersehen. Wir kommen zu unserem FC Schalke 04. Da können wir viel quasseln. Ich habe heute auf die Pressekonferenz gewartet. Komm nach Hause. Keine Pressekonferenz. Da habe ich gedacht, was stimmt da nicht? Was ist los? Haben sie die Pressekonferenz jetzt auf Freitag gesetzt? Nicht mehr 2 Tage vorm Spiel, weil ich kannte das immer Donnerstag, 13:30 Uhr ist die Pressekonferenz und dann kannst du auf YouTube nachher abends schön in Ruhe gucken. Ist nichts. War nichts. Warum, weshalb, wieso, könnt ihr in die Kommentare schreiben, aber ich habe mal gelesen, da stand nichts. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Deswegen sage ich mal erstmal, wer könnte fehlen bei Schalke? Auf jeden Fall fehlen wird. Die Verletzten ist der Michael Langer, der Højlund, die beiden sind definitiv noch verletzt. Dann Antwi Adjei, das stand 2 Wochen, sollte er nach 2 Wochen wiederkommen, individuell trainiert, aber ich habe keinen Plan, ob der am Samstag dabei ist. Ich streiche den mal schon mal weg. Dann haben wir Gantenbein, da mache ich viele Fragezeichen, der war auch individuell am Trainieren, aber ich weiß nicht, ob der jetzt wieder dabei ist. Zwei Fragezeichen und zwei, die auf jeden Fall nicht dabei sind. Und Karaman auf jeden Fall nicht dabei. 5. gelbe Karte. So, ja, und noch einer ist nicht dabei. Unser Co-Trainer. Hier seht ihr den. Nicht, dass ihr denkt, dass ich das wäre, ne? Weil der hat auch keine Haare auf. Peter Ballett verlässt so mit sofortiger Wirkung unseren Verein wegen privater Gründe. Ich weiß nicht, was da ist. Aber wenn es um Familie geht, kann ich jetzt verstehen. Er verlässt unseren Verein. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ich hoffe, in der Familie ist nichts Schlimmes. Ne? Ich wünsche Peter Ballett alles Gute für deren Zukunft und Gottes Segen der Familie und den Freunden von dem. Ja,
Unsere Heimbilanz, wie sieht unsere Heimbilanz aus? Ich habe ja gesagt, nicht besser als bei Greuther Fürth, deren Auswärtsbilanz, unsere Heimbilanz, nur ein Sieg, das erste gegen Braunschweig, zwei Unentschieden, zwei Niederlage. Ey, wäre schön, wenn der zweite Sieg jetzt kommen würde. Ja, Aufstellung. Ich habe mir auch Gedanken gemacht bei der Aufstellung, aber es wird eine Premiere geben. Es wird eine Premiere geben und ich hoffe, der wird diese Premiere auch feiern. Das stand auch irgendwann in der Zeit, es wird eine Premiere geben. In der Defensive werde ich auf jeden Fall nichts ändern. Nichts ändern. Nur im Mittelfeld werde ich da eine Änderung machen und mit einem anderen System spielen. Wir schauen hier bitte. Ihr seht, ich spiele mit einem 4-3-2-1-System. Weil uns, wir haben ja keine Stürmer. Wir haben keine Stürmer. Unser Manga hat ja geschlafen. Lassen ist für mich kein Stürmer. Der ist Leichtathletiker, aber kein Stürmer. Wir haben der einzigste im Sturm ist Silla. Und wenn der Case schlau ist, würde ich den A-Jugendspieler, den Stürmer, Shabari oder Shibari holen, auf der Bank zu tun. Wenigstens haben wir da einen jungen Stürmer. Ansonsten hast du gar nichts von. Wir haben nichts. Wenn Højlund ist ja verletzt, kommt mir nicht bitte mit Remmert oder sowas, dann kann ich auch von der Kreisklasse welche Spieler holen. Du hast nichts. Aber das wäre meine Aufstellung. Im Tor Hoffmann mit der Viererkette wieder mit Bulut, links Mokin, Sanchez und Kallas in der Mitte. So, im Mittelfeld Schallenberg, alleiniger Sechser, rechts neben ihn Seguin, links Krüger. Da hat der Scheinberg mal ein bisschen Spieler mit sich, die Fußball spielen können, Spiel öffnen können von hinten. Ein Seguin mit 29 Jahren hat die Erfahrung. Ich hoffe, er kommt wieder auf den Level, wo ich den vorher gesehen habe. Vielleicht kommt er aus seinem Tief jetzt raus. Scheinberg soll sich nur kümmern, wenn da jemand kommt. Hau den um, ist egal. Beiß ihn in der Wade. So, beiß ihn auch mal in der Wade. Tu mal auch den Gegner weh und sei nicht zu lieb. Bitte, Schallenberg, sei nicht so lieb zu den Gegnern im Spiel. 90 Minuten ist wie Krieg. Denkt jetzt nicht an Krieg, an was anderes. Aber auf dem Platz ist da 90 Minuten ist da, den du bekriegen musst. Egal wie, hau den um mit Ball, triff ihn, bam, geh hin, entschuldige dich und sag dann zu dem, komm nochmal vorbei, dann tut er doppelt so weh. Ey, wir brauchen welche Mittelfeld, die mal richtig dazwischen hauen. Und seid bitte im Mittelfeld nicht so lieb, aber ich tu dir nichts, mach dir keine Sorgen, ich tu dir, ich grätsch auch nicht immer. Geht da richtig zur Sache in dem Spiel. Ja, Seguin rechts und links Krüger und dann mit zwei Achter, Jones und Mohr. Und vorne Silla. Ja, das wäre meine Aufstellung. Und wir sehen, wir haben auch junge Burschen. Wir haben ja einen 18-Jährigen, 19-Jährigen, 20-Jährigen. Und dann haben wir Erfahrung. So zwei, drei erfahrene Spieler und dann zwei da, die gerade in ihrer Entwicklung jetzt diesen Sprung noch mehr machen müssen, wie der Murkin, wie der Schallenberg und so, wo die richtig aus sich kommen müssen. Auch Silla. So und. Und mit der Erfahrung von Seguin, Kallas, Jones hast du eine gute Mischung in dieser Truppe wirklich. Und die müssen jetzt wirklich Gas geben am Samstag. Weil für mich zählt am Samstag, sage ich, 3 Punkte. Es zählen für mich Samstag nur 3 Punkte. Wie gesagt, wir müssen ruhig spielen, aber aggressiv, gar nicht sein, dass wir hier die 3 Punkte holen. Tut den Gegner auch mal weh und nicht so lieb sein, dann bin ich mir sicher, mit der Defensive werden wir diesmal Greuther Fürth kaum Torchancen zulassen, hinten gut stehen, auch wenn wir nur 1-0 gewinnen, 1-0 gewinnen, wäre mir das so was von egal, ob das Spiel gut aussieht, schlecht, noch schlechter als in Hannover können wir nicht spielen. Wichtig sind die 3 Punkte. Ich kann mir aber gut vorstellen, ich glaube auch daran, dass wir dieses Spiel wirklich mit 1-0 gewinnen, mit Hängen und Würgen, aber wir werden defensiv stärker stehen. Und ich denke mal, unser neuer Trainer Kees wird die Defensive noch stabiler machen. Vorne eine Torchance. Wir haben die 60.000. Man hat gesehen, in Hannover 18.000 war da. Was für eine Stimmung die da gemacht haben. Und jetzt im eigenen Stadion. Holt euch diese 3 Punkte, weil Dienstag müsst ihr nach Augsburg und dann Freitag nach Ulm. Und dann wären diese 3 Punkte wichtig. Für mich ist das ein Pflichtsieg, gibt es nichts drüber dran zu schütteln. Klar, man könnte jetzt sagen, hey, Spiel für Spiel. Ja,
Das macht, sagen die. Aber ich sage, du musst dieses Spiel gewinnen. Denn ihr seht ja hier nochmal die Tabelle, wie eng das ist. Wenn du das Spiel nicht gewinnst, wirst du noch nervöser. Der Trainer hat es noch schwerer. Nee, ich brauche das gar nicht zu sagen. Greuther Fürth ist 2 Punkte vor uns. Danach fahren wir nach Ulm und dann in Regensburg. Du musst jetzt dieses Spiel unbedingt gewinnen. Egal wie. Da brauchen die nicht nervös sein. Das sind alles erfahrene Fußballer, die letztes Jahr den Abstiegsstress mitgehabt haben. Die sind auch dabei wie Kallas, Murkin, Schallenberg, Seguin. Die kennen Abstieg. Die wissen, wie man da handeln muss. Und da bin ich wirklich gespannt. Ich wirklich, egal ob wir nur mit 1 zu gewinnen, egal wie wichtig es ist, wir gewinnen. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass wir zu 0 spielen. Schreibt ihr in die Kommentare eure Aufstellung, was ihr so, was für Gefühle habt ihr drin, so gutes Gefühl, schlechtes Gefühl, schreibt meine Kommentare. Achso, ich habe was vergessen. Frauenderby. Auch mal die Frauen loben. Es gibt ein Frauenderby. Hier. Sonntag, wer Lust hat. Schalke gegen Dortmund. Die spielen in der Westfalenliga. Zum ersten Mal in der Geschichte der Frauenmannschaft gibt es ein Frauenderby zwischen Schalke und Dortmund. Und schaut euch mal jetzt hier eine Tabelle an. Dortmund 2., Schalke 1. Topspiel. Wer Lust und Laune hat, das ist ein Topspiel. 1. gegen 2. Wie gesagt, wer Lust und Laune hat, Sonntag, 27.10. um 16 Uhr im Parkstadion, könnt ihr das Spiel live die Mädels unterstützen in einem Derby, das erste Derby in der Frauengeschichte von Schalke gegen Dortmund. So habe ich es verstanden. Ihr könnt mich auch korrigieren, wenn das nicht stimmen sollte, aber so habe ich das verstanden. Drücken wir den Mädels von Schalke 04 die Daumen, dass sie die Zecken da Parkstadion wegballern. Okay. Ja, das war's. Das war's. Schreibt in die Kommentare, wie gerade vorhin ich gesagt habe, was ihr meint zum Spiel, Aufstellung. Bin ich gespannt. Okay, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch dann noch Gottes Segen, euch, eure Familie, eure Freundeskreis. Seid nett zueinander, liebt, Barmherzigkeit. Mehr möchte ich nicht. Und dann sage ich ciao, ciao, arrivederci und noch ein schönes Wochenende. Ciao.